Hallo und herzlich willkommen bei Space Haven Alpha 17, Folge 25. Und wir sind immer noch im reichhaltigen Sektor. Wir haben noch ein bisschen Handel vor. Wir bauen dieses Schiff hier auseinander. Wir haben endlich 8 Crewmitglieder. Wird Zeit, dass wir langsam zweistellig werden. Also ich möchte noch 2, also 10 mindestens. Ach, noch mehr. Und wir sind auf dem besten Weg, dass wir den verbesserten Zusammenfüger haben. Noch 97 Mal müssen wir Forschungssachen machen und dann können wir Tech-Blöcke bauen. Ja, aber wir müssen hier Dinge zusammenbauen. Wir haben unseren ersten Abfangjäger, der hilft uns dabei, uns gegen Asteroiden zu wehren. Wir haben hier schon die Wächter-Roboter überwunden und all so eine Scherze. Das ist ganz zauberhaft. Ja, und es geht jetzt daran, dass wir unser Raumschiff noch ein bisschen weiter ausbauen. Hier mein patentierter, wir haben hier mal einen langen Gang und den können wir super verteidigen. Haben wir hier aufgestellt, ansonsten hier haben wir gerade Regeln, genau dieses Lager wird entleert, hoffentlich in diese hier rein. Die Wege sind jetzt kürzer, das heißt, wenn wir hier was haben, dann... Wie man sieht, kann man hier sehr schön Logistik machen. Der Roboter hat kurze Wege. Das sollte positiv sich auswirken auf die ganze Chose mit diesen Sachen. So, und da haben die irgendwelche Schiffe haben den Sektor verlassen. Ja, gut. Hier, genau, da bauen wir auch noch das Erz ab. Können wir ruhig mal machen. Der Jäger dreht immer mal wieder Runden und hält Ausschau nach Asteroiden. Das ist ganz gut. Logistisch überfordert. Ja, wir sind logistisch überfordert, weil hier vom Schiff so viel Zeug reingebracht wird. Und da werden wir auch von den letzten Schiffen verlassen. Dann würde ich doch mal sagen, wir starten diese Folge mal mit einem kleinen Timelapse, während wir das hier auseinanderbauen. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Jetzt ist nämlich gerade der verbesserte Zusammenfüger fertig geworden. Wir sind noch nicht ganz komplett fertig mit dem Auseinanderbauen von dem Raumschiff da hinten. Und wir gucken mal. Und ich habe nebenbei auch gesehen, wir haben 4 Tech-Blöcke. Das heißt, wollte jetzt nicht voreilig noch irgendwie was anderes bauen. Wo haben wir denn den verbesserten Zusammenfüger? Der muss auf der nächsten Seite sein. Verbesserter Zusammenfüger. Wie groß ist er denn? Der würde gerade so dahin passen, aber dann blockiert er die Tür. Vor den Optronikhersteller. Er emittiert relativ viel Wärme. Aber hier an dieser Stelle sollte er dran, an diesen Schaltkreis quasi. Und da würde ich dann jetzt mal anfangen, dass wir hier ein bisschen auch den Rumpf erweitern. So in diese Richtung. Jawohl. Noch ein Stück größer quasi. Und hier könnten wir noch hin erweitern. Wenn wir schon mal dabei sind, mache ich mal hier so ein bisschen was hin. Für mehr Kabinen. Und dann gucken wir mal, wie wir diesen Raum mit der Industrie hier benutzen, wenn wir das fertig gebaut haben. Und ja, hier sind wir schon gut durch. Ich kann mal auf schneller stellen, sodass wir hier ein bisschen vorankommen. Dieses Lämpchen hier würde ich jetzt mal... Ja, bewegen wir das mal. Wo bewegen wir das denn mal hin? Bewegen wir das mal hier hin, damit wir die Wand da wegnehmen können. Und das hier ein bisschen weitergeht. So, wir haben nicht genug... Okay, wir haben nicht genug Bauteile. Und hier haben wir wieder keine... Ich fütter da mal wieder von Hand ein bisschen Biomasse rein. Weil Biomasse ist etwas, was wir auch gut immer mal wieder verkaufen können. Deswegen will ich das nicht automatisieren. Ja, aber ja, mit 8 Leuten sind wir immer noch wenige. Hier müssen noch ein bisschen Höhlenschrott abgebaut werden. Aber... Ja, jetzt erweitern wir hier oben erstmal ein klein bisschen den Rumpf. Da hinten
können wir uns jetzt Dinge überlegen, was wir da eventuell machen mit weiteren Kabinen. Da habe ich jetzt schon quasi das so vorbereitet, dass hier noch eine Kabine hin kann. Und da würde ich doch schon mal direkt irgendwie, ich weiß, ich ordne jetzt direkt mehrere Bauaufträge zu, aber so ist das halt. So, und dann können wir im Prinzip da mal eine Tür hinsetzen. Dann haben wir eine 2x2-Kabine. Das sollte aber tatsächlich eigentlich reichen. Wir machen da ein kleines Fenster hin und dann haben wir eine Einzelkabine. Und dann können wir hier die hier vielleicht auch umwandeln in Einzelkabinen. Aber das wollte ich schon mal in Auftrag geben. Hier ist das auseinandergebaut. Das heißt, das Wandstück können wir demontieren. Achso, da will ich noch mehr Wand hinhaben eigentlich. Wie bauen nicht möglich? Achso. Genau. Gut, gut. Hier sollte jetzt alles auseinandergebaut sein. Oder? Fehlt da noch irgendwas? Muss wahrscheinlich noch irgendwas abgeholt werden, aber dann sollten wir mit dem Wrack durch sein. Und können zu dem anderen Wrack fliegen. Eins haben wir in diesem Subsystem noch. Und dann sind wir auch schon fast mit dem reichhaltigen System durch. Das ist so ein bisschen irritierend und fast schon beängstigend, würde ich sagen. Hier hinten würde ich wahrscheinlich den verbesserten Zusammenfüger hinstellen wollen. Mit einer Lücke nach da. Und mal gucken, was wir hiermit tun. Mit dieser Wand bin ich nicht ganz glücklich, weil wir haben nicht mehr so wirklich viel Industrie. Ob wir da eine Wand reinziehen oder so, oder ob wir das hier offen lassen. Ich hätte aber auch gerne die Möglichkeit, halt in verschiedene Kompartimente Sachen, also irgendwie, dass man da Türen hinsetzen kann, falls es irgendwo brennt, dass man da dann Sachen dicht machen kann und so. Deswegen bin ich mit diesen großen Räumen nicht so glücklich. So, da oben haben wir eine Kabine gebaut. Das ist super. Und da können wir dann im Prinzip anfangen, ein Bett reinzusetzen. Wir können hier eins von den Betten bewegen. So hinsetzen. Jawohl. Und Einrichtung. Dann können wir hier... ja. Einrichtung und Deko kann ein Bildschirm... Achso, kann nicht einen Bildschirm bekommen, weil da sind die Wände noch nicht fertig? Oder was ist da los? Achso, nee, kann nicht, weil da ist eine Tür im Weg. Okay. Oder? Nee, die Wand ist noch nicht gebaut. Alles klar. Jetzt bewegen wir ein Bett nach da drüben und bauen da einen Nachttisch hin. Und dann haben wir unsere erste Einzelkabine. Das ist, glaube ich, ganz geil. So, und jetzt baut hier bitte mal... weiter, damit wir, jawohl, jetzt können wir nämlich da auch einen Ressourcen, einen verbesserten Zusammenfüger hinsetzen. So, mit einer kleinen Lücke dazwischen, da kann ich dann Temperaturregulator oder so noch hinsetzen und jetzt können wir Tech-Blöcke selber herstellen. Oh Gott, ist es wundervoll. Oh Gott, ist es wundervoll. Und dann könnte ich hier den stehen lassen, könnte ich noch ein bisschen reinrücken und dann haben wir einen etwas größeren Maschinenraum mit diesem Computer da noch mit drin und die Wand noch ein bisschen verschieben. Das könnte ich jetzt mal gerade machen. Wir sind durch mit dem... Nee, wir machen jetzt hier nichts groß mehr. Wir zünden die Motoren und wechseln mal den Sektor. Beziehungsweise nicht den Sektor, den Aufenthalts... Ah, scheiße, wir sind zu schwer. Ja, dann müssen wir riskant springen. Heißt, wir brauchen... Ja, wir springen nach hier unten. Hoffentlich keine Sklavenhändler. Nein, sieht nicht so aus. So, nächstes Schiff, das wir auseinandernehmen. Feindbots nähern sich. Ja, aber wir haben einen Abfangjäger. Haha, und wir werden ihn benutzen. Ihr Affen. Genau, das da wird gebaut. Wo sind denn die Feindbots? Das ist ein Asteroid. Achso, die Feindbots kommen erst noch. Alles klar. Die Feindbots... 10 Hyperium. Oh, das ist cool. Wir müssen das Ding da aufbauen. Aber bevor... Ja, wir machen mal schneller... bis die Feindbots da sind und dann gucken wir mal, wie das mit der Abwehr funktioniert. Und da sind die Feindbots da. Wo sind sie denn? Ah, da kommen sie.
Das sind relativ viele. Das sind relativ viele, die uns da angreifen. Könnte mal jemand... Zarazani geht schon zum Jäger. Ja, gut. Zarazani, aber Zarazani ist aber... okay. Zarazani sollte eigentlich bereits am Schlafen sein. Jetzt gucken wir mal, wie sich ein Abfangjäger schlägt gegen Sachen, die zurückschlagen. Die zurückschießen, meine ich. Wahrscheinlich ist das auch eine gefährliche Geschichte. So. Auf den Jäger wird geschossen. Schieß zurück! Ja, das funktioniert ganz gut. Der wird sehr in die Ecke gedrängt, habe ich das Gefühl. Heimkehren, bitte. Oh Mann! Heidewitzka, da haben sie unseren, verdammt, da haben sie unseren Abfangjäger weggesnackt. Und Zarazani hat sich jetzt durch die Luftschleuse gerettet. Oh Gott. Und da sind schon wieder unsere Schilde weg, aber einige von den Jägern sind angeschlagen und unsere Punktverteidigung funktioniert. Und wir brauchen sowas von dringend eine zweite Punktverteidigung, so wie es aussieht. Ja, und jetzt haben wir sie gleich alle weg. Wir haben dabei aber einen Jäger verloren. Das ist echt ein bisschen scheiße. Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall kann eine Punktverteidigung hier hinten in die Ecke. Neben den Hersteller. Neben den besseren Herstellersysteme. Punktverteidigung. Was brauchen wir dafür? 2 Tech-Blöcke. Und dann sind wir auch schon wieder blank, was Tech-Blöcke angeht. Aber wir können Tech-Blöcke selbst herstellen. Zweite Punktverteidigung. Ist sowas von dringend nötig. Weil wir haben gerade schon einen... und ich habe keinen Tech-Block mehr, um noch einen neuen Jäger zu bauen. Aber Zarazani hat das heldenhaft gemacht. Und da kommt direkt noch Nachschub, was Feindbots angeht. Und hier ist so ein Dröhnchen, das immer mal wieder auch um Hilfe... funkt. Und ja, ab und zu kommt dann auch nochmal so ein verstrahlter Asteroid rein. Aber wir haben wieder unsere Schilde. So, jetzt lass dich doch endlich mal abschießen. Ich möchte hier rein und gucken, ob wir ein neues Crewmitglied da drin haben. Und ganz im Ernst, Zarazani, du musst mal sowas von dich aufs Ohr hauen. Du siehst von, ihr anderen hier auch dringend mal paar Stunden schlafen. Asterix, fürchte ich, kann noch ein bisschen wach bleiben, weil da ist noch ein bisschen gelbes Zeug vorhanden. Es tut mir total leid. Aber ihr solltet euch dringend mal hinlegen, weil dieses Ding hier kriegen wir kaputtgeschossen, beziehungsweise bis die anderen Feindbots da sind, habt ihr eine Mütze Schlaf bekommen, hoffentlich, bevor ihr wieder Stationen besetzen müsst. So, ihr schlaft, noch sind die Bots nicht da, aber jetzt. Okay, das sind Gott sei Dank nur 2, unsere Schilde sind wieder aufgefüllt und wir haben unsere Punktverteidigung und die schießt direkt auf die... okay, und da wird direkt unsere Baudrohne, die noch ein bisschen was bauen müsste, beschossen. Quasi als Decoy, also als Ablenkungsmanöver, könnte man fast sagen. So, wir haben die ersten Höhlentreffer. Was auch mal an der Zeit wäre, wäre, dass wir mal einen zweiten einen zweiten Rumpfstabilisator bauen. Weil dann haben wir direkt nochmal ein paar mehr Hitpoints, was gar nicht schlecht wäre. Das sind auch wieder 4, jetzt sind es nur noch 3 Drohnen. Das waren gar nicht so wenige, wie ich erst dachte. So, da sind nur noch 2 über. Ich hoffe, die ruft jetzt nicht nochmal um Hilfe. Sondern wir kriegen die alle abgeschossen. Da ist... So, und die hier jetzt bitte einmal abschießen. Ein Feindbot-Späher. Einmal volles Met drauf, wenn sich das Ding wieder nähert. Jetzt. Jawohl. Oh, Gott sei Dank.
Keine Feindbots mehr. Also, ihr drei da oben, nicht mehr übergehen, nicht mehr übergehen und Zarazani nicht mehr übergehen. Genau. Oh doch, Zarazani und Sammy übergehen. Legt euch mal hin. Und ihr, tut mir leid. Euch muss ich mal aufwecken. Es müssen Leute schlafen. Hier. Unser UA-Team muss ein bisschen pennen. So, machen wir mal ein bisschen schneller und dann möchte ich nämlich noch sehen, was in diesem Schiff, was wir hier in diesem Sektor haben, so alles drin ist. Und wir können Tech-Blöcke bauen. Wir können Tech-Blöcke bauen. Für einen Tech-Block brauchen wir einen blauen und einen, so einen blauen Schaltkreis und einen Infrastrukturblock. Wir machen jetzt erstmal 4 Tech-Blöcke. Geben hier in Auftrag, mach mal 5 Infrastrukturblöcke und bei dem hier ein Optronik-Bauteil. Wir haben keine Schaltkreise mehr. Soll mal 2 Optronik-Bauteile machen und Schaltkreise stellen wir hier her. Wenn wir, falls wir weniger als 4 Schaltkreise haben, bau mal, nee, falls wir weniger als 5 Schaltkreise haben, bau mal Schaltkreise für mich. Jetzt haben wir der Industrie ordentlich was zu tun gegeben. Unsere Leute, jetzt machen wir mal wieder schneller, unsere Leute ratzen und jetzt würde ich sagen, Away Team 1, Direktbefehl, einmal in Shuttle einsteigen. Und da haben wir gleich das Shuttle besetzt. Flup, flup, flup. Jawohl. Und das Shuttle anklicken und wir gehen mal hier. Wir gehen mal hier. Ja, wir gehen mal durch diese Lücke hier rein, bitte. Und gucken mal, was dieses schöne Schiff hier für uns bereithält. Sind es Aliens? Sind es Roboter? Und da beantwortet es sich mit, es sind Roboter. Okay, und da haben wir Roboter nur durch Scheiben sehen können. Und das ist jetzt so eine blöde Situation, weil die jetzt so geclustert auftreten. Und das ist fies, wenn die so. Jawohl, wir haben ein bisschen Schaden gemacht, dadurch, dass sie explodiert sind. So, Gott sei Dank gehen die ab und zu mal kaputt. Ich bewege mich nochmal ein bisschen hierhin und jetzt schießen wir auf den, bitte. Wir haben ein bisschen was abgekriegt. Aber nicht viel. Da haben wir Schrott eines Flugbots und einen Gegenstand. Du hast folgenden Codefragment gefunden. Okay, ich habe Codefragment 18 gefunden. Oh, da haben wir noch einen. Einmal hierhin. Und da haben wir einen Laufbot, der auch boxen kann. Bitte sofort draufschießen. Ja, der macht nämlich ein bisschen mehr Schaden. Aber zum Glück haben wir die bessere Bewaffnung mittlerweile. Zarazani geht es nicht gut. Zarazani musste ganz schön einstecken. Zarazani geht mal ins Shuttle. Ihr drei kriegt das hin. So, einmal auf den Roboter schießen. Sehr gut. Und da hat er direkt den anderen Roboter mitgerissen, wenn ich es richtig gesehen habe. Hier liegt wieder sehr viel rum. Hyperium und auf den Roboterschiffen liegt immer super viel Tech-Schrott und so rum. Auch so kreuz und quer. Das finde ich irgendwie sehr cool. So, was auch cool wäre, wenn hier ein neues Crewmitglied für mich rumliegen würde. Liegt hier vielleicht ein neues Crewmitglied für mich rum? Sieht nicht. Doch! Jawohl! Da liegt eins rum. Hoffentlich. So, erstmal alles auswählen, transferieren und alles abbauen. Und dann haben wir da hinten, könnte ein Flüchtling sein, könnte aber auch nicht ein Flüchtling sein. Wir gehen mal hin zu Shannon. Und ich nehme diese Folgen alle ein bisschen im Voraus auf. Das heißt, unser 8. Crewmitglied im Bunde habe ich erst vor, diese Folge habe ich eben auch erst aufgenommen. Das heißt, ich kann noch nicht in die Kommentare reingucken, aber wenn ihr Teil der Crew werden wollt, dann kann es auf jeden Fall nicht schaden, wenn ihr euch jetzt in den Kommentaren meldet und eintragt.
Ich werde das alles in einer Liste sammeln und dann zufällig wieder auswählen. Gut, Shannon, wo bin ich? Ich habe das Gefühl, ich habe eine Ewigkeit in Kryostase verbracht. Hier will ich nicht bleiben, kann ich mich euch anschließen? Sie ist Barkeeperin und selbstbewusst. Waffen 2, na gut, aber Navigation und Steuerung kann sie gut. Forschung, Fertigung und Rohstoffabbau. Rohstoffabbau ist super, dass wir da noch jemanden haben. Und Botanik ist sie auch gut. Das heißt, ja. Ja, jemand wie dich können wir gebrauchen. Willkommen an Bord. Willkommen in der Besatzung. Jawohl, ihr seid jetzt, liebe Leute, ihr seid jetzt zu, ja, wir setzen mal die neuen Menschen, Scout und Shannon, setzen wir mal in einen neuen Zeitplan hinzufügen. Das ist nämlich der Zeitplan 3. Da machen wir mal so, so, so und machen hier zweimal Freizeit. 1, 2, 3, 4, 5. Freizeit. So, dass wir ein bisschen überlappende Freizeiten haben. Und du bist 3, genauso wie Scout. Dann haben wir langsam fangen wir an, ein 3-Schicht-System zu etablieren. Dass nicht alle immer gleichzeitig schlafen. Also das passiert ja eh nicht mehr, aber ja. So, hier können wir mal die Ressourcen einsammeln. Es sind keine Feindbots mehr da. Es kommen nur noch Asteroiden geflogen. Ups, das wollte ich nicht. Genau, ich wollte dahin wieder zurück. Und wir können Tech-Blöcke herstellen für die zweite Punktverteidigung. Verfügbare Ressourcen reichen nicht. Wir haben nicht genug Hüllenblöcke. Oho, oho, okay. Nicht genug Hüllenblöcke. Öfter mal was Neues. Dann würde ich doch jetzt sagen, wir machen mal erstmal schneller und bauen hier Zeug auseinander. Und ja, können. Es ist abgefahren, wir können Tech-Blöcke herstellen. Und da haben wir den ersten Tech-Block hergestellt. Und beziehungsweise, das könnte wahrscheinlich aus dem Recycling gekommen sein. Ich weiß es nicht genau. Wir müssen hier Dinge herstellen, also das sind alles komplizierte, ineinander verschachtelte Lieferkästen. Ja, am Reservestrom, wir haben immer noch nur den X2-Generator und diese Sachen hier zieht gewaltig Strom. Ich werde da nochmal ein bisschen Einrichtung hier dazwischen werfen, nämlich mal so ein bisschen Licht hier und da, dass wir auch was sehen können. Dann, oh, es brennt, macht das schnell aus. Und hier sollten wir irgendwo da an die Außenwand wahrscheinlich Lebenserhaltung, sollten wir auf jeden Fall einen Temperaturregel-Heini hinsetzen, weil dieses Ding hier wird wahrscheinlich einiges an Hitze produzieren. Wir haben jetzt den Tech-Block schon wieder für irgendwas verbraucht. Wenn wir mehr Tech-Blöcke haben, dann würde ich auch gerne den nächsten Logistikroboter haben, aber wir sind immerhin zu 9. So, der Rumpf ist hier erweitert, das ist wundervoll. Wir schlafen, wir besetzen die Stationen. 9 ist immer noch nicht super komfortabel, aber es ist jetzt auf jeden Fall besser, als es vorher war. Und ja, ich würde auch gerne nochmal sagen, Infrastrukturblöcke. Achso, da sind eh noch 3 in der Warteschlange, dass die gebaut werden. Okay, hier fehlt ein Hüllenblock. Aber da werden wir auch irgendwann zu kommen, weil wir haben noch super viel. Oh Gott, wir haben 91 Hüllenblöcke. Wir scheitern einfach an der Verrichtung, dass wir da hinten noch. Wie teuer ist es eigentlich, einen Hüllenblock herzustellen? Das ist einfach nur Metall. Da haben wir noch 3 von. Komm, dann würde ich sagen, mach mal einen Hüllenblock und schieb nochmal 3 Infrastrukturblöcke nach. Einen Hüllenblock, dass wir da hinten zu Potte kommen mit dem mit der Punktverteidigung. Für Feindbots, für Asteroiden und so weiter und so fort. Das wird jetzt hoffentlich auch gleich passieren. Und wenn wir mehr Infrastrukturblöcke haben, dann kann ich mal anfangen, hier Türen einzusetzen. Das macht mich nämlich auch nochmal richtig glücklich. So und so und so. Dann gehen wir mal 3 Infrastrukturblöcke aus für ein paar Türen hier. Und ja, wir sind am Reservestrom. Das ist alles nicht so schlimm. Wir haben unser kleines Schild. Wir müssen demnächst auch noch auf ein größeres Schild. Was ist das nächste? Schildgenerator und dann der Hyperantrieb. Da sind wir auch
den Hyperantrieb sind wir am Erforschen, weil ich glaube, wir müssen den Hyperantrieb nach oben ziehen. Den Hyperantrieb ziehen wir mal vor den Schildgenerator, weil wir müssen einen neuen Antrieb bauen und ich würde gerne direkt einen der neuen Antriebe bauen und nicht noch einen der alten, dass wir die anfangen mal auszutauschen. Ja, und hier ein erstes einzelnes Schlafzimmer. Da gucke ich mal, wie sieht es aus mit dem Komfort zum Nächtigen. Da sind wir bei, ja, 25. Okay. Da sind wir bei 20. Hier sind wir bei 20. Diese Kabine ist also ein bisschen geiler. Und da können wir sogar noch eine Deko reinknallen, nämlich so einen digitalen Bildschirm. Ich hoffe, das bringt was. Jetzt habe ich da auch noch ein paar Aufträge gegeben. Meine Fresse. Ja, und wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Ja, wir müssen uns hier erstmal ein bisschen durchsortieren und vor allem hier ganz viel an dem Wrack noch auseinanderbauen und Ressourcen einsammeln und mal hier intern miteinander klarkommen. Aber wir haben 9 Leute, Besatzungsmitglieder und langsam können wir dann auch mal, ja, was heißt langsam? Naja, offensiv können wir noch lange nicht denken, dass wir es mit Piraten und Sklavenhändlern aufnehmen. Aber ich fühle mich jetzt deutlich sicherer, als das noch vor 3-4 Folgen der Fall war. Danke fürs Zusehen. Wenn euch das alles gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Das hilft mir und dem YouTube-Algorithmus, also mir mit dem YouTube-Algorithmus ganz wahnsinnig doll. Überlegt auch, den Kanal zu abonnieren. Würde mich freuen. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr Teil der Crew werden wollt, weil wir haben noch Scout und Shannon zu vergeben. Und ja, meldet euch. Ich werde dann bald mal aus den Sachen, die in den Kommentaren aufgelaufen sind, einen Namen herausziehen. Das wird aber noch 2-3 Folgen dauern, bis wir dazu kommen. Und bis dahin sind hoffentlich noch ein paar mehr Crewmitglieder dazugekommen. Ja, aber auch wenn ihr das alles nicht tut, hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge sehen. Ich wünsche euch allen einen zauberhaften Tag. Macht's gut. Tschüss.